Was geht ab, Leute? Sudi von The Green Magazine hier. Wir sind gerade gelandet in Düsseldorf, denn wir wurden eingeladen zum FU Unity Jam dieses Jahres. Es gibt Basketball, es gibt Essen, es gibt Trinken und natürlich eine Menge Sneakers. Schauen wir mal, was es so abgeht. Gleich gibt es hier auf dem Jam ein Dreier-Contest und der Boy muss natürlich mitmachen, also werde ich mich jetzt ein bisschen warm kriegen. Ah!
Was geht, Leute? Ich bin hier gerade mit der Irma, das ist die Mitgründerin von Panther e.V. Die haben nämlich das Ganze hier aufgebaut. Kurze Frage, wer seid ihr, was macht ihr? Erstmal danke für diese Möglichkeit. Also wir sind Panther e.V., wir haben uns vor zwei Jahren zusammengetan und wir haben quasi uns gedacht, wir wollen eine Organisation gründen, in der wir karitative Projekte unterstützen und vor allen Dingen halt die afrikanische Diaspora zusammenführen. Das heißt, alle möglichen Black Communities, die es hier draußen gibt, wollen wir ein bisschen sichtbarer machen und halt einfach zusammenführen. Okay, das ist eine sehr, sehr coole Aktion, ja. Der Jam hier geht natürlich auch noch weiter ab. Dazu eine Frage, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr mit A Few die Kollabo macht und hier jetzt die Party schmeißt? Also tatsächlich haben wir gute Connections, die darf ich jetzt natürlich nicht preisgeben. Also ein anderer Mitgründer von uns hatte da irgendwie die Idee und tatsächlich ist es so zusammengekommen, dass A Few halt einfach auch Hip-Hop, Kultur, das heißt ja, also das hat ja viel mit der Black Community auch zu tun. Okay. Und da haben wir uns natürlich gedacht, damit dieser, also es gibt einen bestimmten Schuh, der jetzt rauskommt und dann haben wir uns zusammengetan, um diesen Schuh quasi zu promoten und den rauszubringen. Okay. Und andere, also ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, das sind die Burgundi, das sind Jordans. Mhm. Die haben einige von uns angehabt. Ach, die Jordan 5? Genau, genau. Okay. Die sind halt, das ist quasi der Anlass und dann haben wir uns gedacht, wir feiern doch einfach mal Kultur, Hip-Hop und Zusammenkunft des Schwarzseins einfach so ein bisschen. Und so kam das zustande. Also, sehr cool. Ja, ich glaube, genau. Wir sind gerade wirklich super um. Ja, ja, wir freuen uns natürlich, dass ihr auch hier seid. Also es ist ja toll. Wir haben gesehen, ihr habt auch eine Spendenaktion. Wo geht das Ganze hin? Genau, also wir haben eine Collab mit einer Organisation AAA, African Afforestation Association. Und zwar ist das eine Organisation, sitzt in Ghana, aber halt hat auch Projekte überall in Afrika und auch an Waisenhäuser. Also das heißt, die Kleiderspenden, die wir haben die Hilton Foundation, mit der wir zusammenarbeiten und dort werden die Kleidung hingespendet und auch generell das Geld, was wir sammeln, da suchen wir bestimmte Projekte aus und wie wir das einfach verteilen dann so ein bisschen. Okay, genau. Ja, cool. Ja. Ey, setzt wirklich was um, ja, das ist ja wirklich gut zu hören. Ja. Und jetzt für alle, die nicht heute hier sind und ihre Klamotten spenden können, wie kann man euch unterstützen? Also wir haben natürlich auch ein Instagram, man kann es scannen oder ich kann auch einfach später ein Flyer-Foto reinschicken. Also ihr könnt uns natürlich auch gerne Ideen mitteilen, also auch wenn man einfach nur denkt, okay, das wäre ein cooles Projekt oder da gibt es eine coole Organisation, mit der man zusammenarbeiten könnte, gerne teilen und natürlich auch Mitglieder. Wir brauchen auf jeden Fall Mitglieder, um solche Projekte umzusetzen, das ist ziemlich aufwendig. Wir sind jetzt gerade zu 9 und jede helfende Hand wäre natürlich auch wichtig. Also wir werden auch nochmal eine Infoveranstaltung machen. Jeder, der Lust hat, kann uns gerne auf Instagram folgen, panther-ev. Das ist unser Instagram und da halt einfach mal gucken, welche interessanten Projekte wir so haben und sich dann einfach freiwillig auch melden. Genau, ja. Sehr cool. Also Leute, macht das unbedingt. Ja, wir verlinken die auch nochmal unter diesem Video. Das ist eine super krasse Aktion. Wir bedanken uns vielmals nochmal für das Interview und weiterhin natürlich viel Spaß auf eurer Veranstaltung. Ja, vielen Dank. Super. When I say motel, hotel, let's go. Hotel, yeah. Hotel, Holiday Inn.
for you, bro. Jumped out of church like with my purpose. I wrote this shit right after service. Riot between blessings and curses. Riot between blessings and curses. Yeah, the West African young phenomenon. What's up to my deacons up in this bar? Loving that Gucci and that Mardi Gras. I hope you blame me while you inside a bra. Sweet Lord Jesus, I just said it's free, I'm just fucking. The stuff out here when you be struggling with these buses. Where I'm going, bring your sisters in the water. Since I'm shiny ass, so I'm just touch for it to your brothers. There's some things out here. There's some things out here. This ain't the cheapest off the finish out here. Why the fuck you always got to make the boy flipping, blacking in the sleepy
Wir sind auf dem A Few Unity Jam. Ich bin hier mit Mitgründer Andy von A Few. Wie geht es dir? Gut, Mann. Wie geht's dir? Mir geht's auch super. Ihr habt ein krasses Fest auf die Beine gestellt. Wie kam es dazu, dass ihr auch in Verbindung mit Panther e.V. den A Few Unity Jam dieses Jahr gemacht habt? Mit Panther haben wir es gemacht. Der Ray, einer der Mitgründer von Panther, ist ein alter Homie, den wir schon sehr, sehr lange kennen. Wir machen das jetzt zum zweiten Mal und haben halt gedacht, was können wir noch machen? Also wie können wir es noch
verbessern oder was können wir noch dazu holen. Und Ray und Panther e.V. ist halt eine echt super gute Organisation, die super krasse Projekte machen. Und wir dachten, das würde super gut passen. Und Ray hatte auch echt Bock. Oder Ray hatte so oder so ein Sommerfest geplant. Und dann haben wir es einfach zusammengelegt und dann ist das draus entstanden. Ja, cool. Ey, super coole Umsetzung. Ich habe gesehen, ihr habt auch noch eine Spendenaktion. Hast du denn was gespendet? Ehrlich gesagt, bis jetzt noch nicht. Ich war heute so busy. Aber ich werde auf jeden Fall noch was dazugeben. Okay. Ja, dann eine ganz schnelle Frage. Kurze oder lange Socken? Kurz. Kurze Socken, wie kommt es? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn ich jetzt auch runtergucke, habe ich gerade lange Socken, also das passt nicht so. Okay, dann du als Gründer von A Few hast natürlich Ahnung von Sneakern. Ich denke, es sind auch einige Sneaker durch deine eigene Hand gelaufen. Was würdest du sagen, war der krasseste Sneaker, den du je in der Hand gehalten hast? Oder den du je gesehen hast? Oh, gute Frage. Ich weiß, also ist dann so eine ganz persönliche Meinung. Ich habe halt Schuhe gab, die sehr, teilweise sehr wertvoll sind, aber die für mich jetzt nicht so besonders waren. Für mich sind eigentlich die besondersten Schuhe, die wir selber gemacht haben. Wir haben auch mit A Few eigene Kollabos gemacht und das waren dann eigentlich die besondersten. Und da eigentlich, wir haben mit Essex mal eine Kollabo gemacht, das war so für uns so das absolute Highlight persönlich. Okay, ihr verkauft Schuhe auf eurer Online-Plattform, ihr habt auch einen Store. Was hältst du von Resellern und was hältst du von Bots? Dafür, dagegen? Bots finde ich, glaube ich, schon nervig. Also jetzt als Store uns stresst es und wir würden viel lieber den Leuten das geben, die Bock auf die Schuhe haben und nicht, die es weiterverkaufen wollen. Ich glaube, Reseller ist mittlerweile Teil der Kultur. Ich bin kein Fan davon, aber ich hate es auch nicht. Ja, es hat sich so mit eingeschlichen, sage ich mal, und es ist Teil dessen. Ich bin kein Fan davon, aber ich hate es auch nicht. Wir sind auf dem A Few Unity Jam zusammen mit Panther e.V. Panther e.V. kämpft für Awareness, dass viel gespendet wird, dass wir Gutes tun, dass es Zusammenhalt gibt hier für die afrikanische Community in Deutschland. Was hältst du davon? Ich finde es super gut. Also ich glaube, es ist ein Projekt, ein Herzensprojekt von Ray und dem ganz anderen Panther-Team. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass sie sich einsetzen dafür, einfach noch mehr Awareness zu schaffen und auch einfach, so wie jetzt halt, noch andere Leute dafür zu begeistern und auch zu zeigen, wofür überhaupt Black Community steht. Ich glaube, mittlerweile kennt es jeder, aber es gibt noch viele Leute, die teilweise Berührungsängste haben oder das noch gar nicht so richtig kennen. Und ich glaube, so Events wie jetzt zeigen halt einfach, worum es geht und es ist einfach etwas, was jetzt nicht nur die Black Community, sondern auch die White, Asian, whatever Community betrifft. Yes. Und es geht einfach darum, alle zusammenzubringen und zu zeigen, dass jede Kultur irgendwie was hat und alle zusammen gemeinsam dann was Cooles draus machen. Das habt ihr auch super umgesetzt. Das Ganze hier dreht sich auch viel um Hip-Hop. Wie passen Hip-Hop und Sneaker zueinander? Also Hip-Hop haben Sneaker mit groß gemacht. Ohne Hip-Hop würden Sneaker nicht das sein, was sie heute sind. Also Sneaker sind ja eigentlich Turnschuhe für den Sport gemacht und Hip-Hop und andere Kulturen, ganz speziell Basketball, haben halt Sneaker zu dem gemacht, was es sind. Also es ist halt ein Lifestyle-Ding geworden und deswegen ist Hip-Hop ein ganz wichtiges Element für Sneaker. Yes, das stimmt, okay. Wir bedanken uns vielmals bei dir, Andi, das war ein super Interview. Vielen Dank auch für die Party heute, das ist ein super Event. Das war das Green Magazine und wir sehen uns das nächste Mal. Dankeschön. Okay, Leute, das war der A Few Unity Jam in Kooperation mit Panther e.V. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Event, Spirit to Soul. Dort werden wir noch einiges erleben und wir nehmen euch natürlich wieder mit. Bis dahin. Yeah.